Das Ziel ist ambitioniert, unter den 8,9 Millionen Österreichern die Infizierten zu finden, die es selbst nicht einmal ahnen, weil sie zum Beispiel keine Symptome zeigen, aber das Virus weiterverbreiten. Der Massentest, heute gestartet in den Bundesländern Tirol, Vorarlberg und Wien, soll diese stillen Positiven herausfinden helfen. Wenn wir die Lockerungen Stück für Stück vornehmen, ist jetzt die Chance, durch die Massentestungen wieder ein Stück weit mehr Sicherheit zu bekommen. Allein in Wien sind bis zu 150.000 Tests täglich bis zum 13. Dezember geplant. Ziel, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Denn ab kommenden Montag will Österreich seinen dreiwöchigen Lockdown lockern, zum Beispiel im Handel. Dennoch fährt die Regierung aus ÖVP und Grünen einen eher vorsichtigen Öffnungskurs. Dazu gehören auch Reisebeschränkungen über Weihnachten und Neujahr. Skifahren ist dann zwar erlaubt, aber es gibt massive Einschränkungen für Reisende aus den Risikogebieten. Und dazu zählt auch Deutschland. Wir werden vor den Weihnachtsfeiertagen mit einem sehr strengen Einreiseregime beginnen. Das bedeutet, dass man mindestens 10 Tage in Quarantäne muss und erst sich nach dem 5. Tag Quarantäne, wenn man nach Österreich einreist, erst freitesten kann. Mit den Einreisegeboten und den Massentests will Österreich seine Infiziertenzahlen in den Griff bekommen. Bezogen auf die Einwohnerzahl ist sie mit zuletzt täglich rund 3.900 um ein Mehrfaches höher als in Deutschland. Einmal mehr machte der Bundeskanzler klar: Die Pandemie ist nicht vorbei. Das Virus ist nach wie vor unter uns. Mit den Massentests orientiert sich Österreich an Erfahrungen aus Südtirol und der benachbarten Slowakei. Dort allerdings haben die Behörden das Konzept inzwischen wieder verworfen. Tests und Kontaktnachverfolgung zugleich banden zu viel Personal.